Zunächst vielen herzlichen Dank, Herr Sonder, dass wir mit Ihnen heute als Zeitzeuge sprechen dürfen. In erster Linie möchten wir mit Ihnen über Ihre Erlebnisse auf dem Todesmarsch sprechen. Wie wir aus Ihrer Autobiografie 10.50.27 Monowitz Ich will leben ab Seite 167 lesen konnten, begann der Todesmarsch am Donnerstag, den 18. Januar 1945 abends mit der Auflösung des Lagers Auschwitz III Monowitz. Sie beschreiben den Todesmarsch von Donnerstagabend, den 18. Januar 1945, die ganze Nacht hindurch bis Freitag früh als ein Marsch des Dahinschleppens. Bitte schildern Sie Ihre Erlebnisse dieser ersten Nacht. Ja, stimmt. Ungefähr in den Abendstunden, es dunkelte schon, sind wir losmarschiert. Einen Marsch auf 79 Kilometer. Ziel war Gleiwitz. Ein verlassenes Konzentrationslager, da sollten wir rein. Der Todesmarsch. Wer nicht laufen konnte, wurde mit einer Handbewegung aus der Kolonne geschmissen und erschossen. Wer gehumpelt hat, wurde rausgenommen, erschossen. Wer selber zusammengebrochen ist, erschossen. Also dieser Todesmarsch war bezeichnend. Ich habe ja sowas vorher noch nicht mitgemacht. Interessant ist in diesem Zusammenhang Folgendes. Auschwitz hatte ein britisches Kriegsgefangenenlager. Und einer dieser Leutchen, nee, das ganze Lager ist 2 Tage nach unserem Todesmarsch die gleiche Strecke gelaufen. Und er schildert in einem Buch, dieser britische ehemalige Frontsoldat, ich glaube, da gab es keine Überlebenden. Und da habe ich BBC London angerufen und habe gesagt, ich habe eben das Buch gelesen, das Buch heißt in deutscher Übersetzung, ich drang in ein KZ ein. Klingt komisch, aber es ist tatsächlich wahr. Ich bin ein Überlebender. Na, die BBC hat gesagt, können Sie uns da einen Bericht schicken? Das ist ja eine tolle Sache. Habe ich auch gemacht, allerdings in Deutsch. Meine Sprachkenntnisse sind nicht so, dass ich das alles in Englisch nachbrachte. Und dann haben sie sich bedankt. Also, diese Engländer sind 2 Tage später, haben den Todesmarsch nochmal aus ihrer Sicht gesehen und sagten, es war ja nur blau-weiß gestreift. Leute, die dort waren. Dann sind wir nach Gleiwitz gekommen, ein leergezogenes Konzentrationslager, und blieben früh ging es auf den Bahnhof in Gleiwitz. Und dort stand ein Güterzug, also mit offenen Viehwagen. Und wir kamen dort rein, ungefähr mit 7000 Häftlingen. Und dieser Zug sollte nach Dachau oder nee, Mauthausen. Nach Mauthausen in Österreich, Konzentrationslager fahren. Mauthausen war überfüllt. Und der Zug, wir wurden gar nicht ausgeladen. Und zu essen gab es nichts und zu trinken gab es nichts. Mit dem Trinken konnte man uns helfen, weil es hat geschneit und dieser Schnee war ein bisschen. Und dann sind wir dort ins Konzentrationslager gefahren, Sachsenhausen, Oranienburg. Kann man Ihre Verfassung und die Ihrer Mithäftlingen aufgrund dessen, was Sie alles erleben mussten, als abgestumpft bezeichnen? Als was? Als abgestumpft. Das ist schwer zu sagen. Jeder Häftling hat es anders erlebt. Man kann nicht sagen, du bist Auschwitz-Mann und das ist alles gleich. Nein, man erlebt das verschiedentlich. Der eine erlebt das als Widerstand, der andere gibt sich dem Schicksal hin und denkt, das ist, der eine überlegt sich das religiös, der andere areligiös. Also, das ist schwer zu sagen. Ich gehörte zu einer Gruppe, darf ich mal das da, zu einer Gruppe Jugendlicher. Also, ich war der Zweitjüngste mit 17 Jahren. Wir hatten noch einen aus Berlin. Er war noch ein halbes Jahr jünger. Aber interessant war die Gruppe deshalb, weil wir uns gewaltig unterschieden haben von den anderen. Die Masse hat gesagt, wenn wir hier, alle wollten überleben,
Das ist erstmal grundsätzlich. Und die anderen haben gesagt, also wenn wir hier rauskommen, Deutschland, dieses Mörderland, sieht uns nie wieder. Wir gehen nach Palästina, jetzt Israel, oder nach Amerika. Und das war der große Unterschied. Ich gehöre zu einer Gruppe mit 6, 7 oder 8 Jungs aus ganz Deutschland, München. Das war der Ensch aus München, der politisch ein ganz kleines Bild durch seinen Vater vorbelastet war. Und wir haben gesagt, wir bleiben in Deutschland. Wir stellen unsere Kraft einem besseren, einem guten Deutschland zur Verfügung. Am liebsten ist, wir studieren alle, wir besuchen was, das haben wir gehalten. Also alle, die diese Gruppe hat studiert, promoviert teilweise und ist in Deutschland geblieben und hat mit auch geholfen, ein gutes Deutschland aufzubauen. Das war für uns außerordentlich wichtig, dass wir das anders gemacht haben, wie die hat sich ausgezahlt. Deshalb sprechen wir auch. Bis heute Mittag war ein Reporter hier genauso. Die wollen mit mir eine Geschichte machen. In der Nähe gelegenes professorisch errichtetes Konzentrationslager in Sachsenburg. Also die wollen da was machen. So. Gut, erstmal Gedanke dazu. Gut, danke. Die SS-Schergen benennen sie in ihrem Buch als die Totenkopfleute, die Totenkopfmörder und die Vertreter der schwarzen Kragenspiegel. Ja, alle, die in Auschwitz waren rund 6000 SS-Leute. Die Masse davon als Posten, als Begleiter der SS, aber alle. Ohne diese Massen-SS-Leute wäre Auschwitz nicht möglich gewesen. Sie sind, ob sie wollen oder nicht, und sind es noch nicht eingestanden haben, Mittäter, Gehilfen. Das kann man zu denen sagen. Und sie wussten davon, was passiert und haben dazu beigetragen, ganz egal wo sie waren, dass es gelingt. Ohne diesen Leuten wäre es nicht möglich gewesen. Also sie sind Mittäter, ja, das kann man so ohne weiteres sagen. Warum wurde das KZ-Lager Auschwitz III-Monowitz aufgelöst und dessen Gefangene auf den Todesmarsch geschickt? Weil die Sowjetarmee Auschwitz liegt in Polen und wir wussten zwar nicht den Frontverlauf, aber wir wussten auf alle Fälle, dass die Sowjetunion vorrückt. Das sicherte durch. Wir haben ja keine Zeitung gehabt, kein Fernsehen gab es noch nicht und kein Radio gehabt. Wir wussten das nicht. Wir wussten weder, dass die Alliierten gelandet waren in der Normandie, noch wussten wir, dass auf Hitler ein Attentat verübt worden ist, noch wussten wir den Verlauf der Grenze der sowjetischen Armee, die immer weiter vorgerückt ist. Es war wir haben es geahnt, dass von dort die Möglichkeit war der Hilfe. Und das war natürlich, deshalb wurde Auschwitz auch aufgelöst. Sie wollten nicht, dass das Lager, diese einmalige Geschichte, in die Hände der Sowjets fällt. Und dass sie dann Propaganda daraus machen, was dann auch tatsächlich war. Was waren Ihre Habseligkeiten auf dem Todesmarsch? Wie bitte? Habseligkeiten auf dem Todesmarsch. Kleidungstechnisch, verpflegungstechnisch. Das habe ich nicht richtig verstanden. Ihre Habseligkeiten auf dem Todesmarsch. Was Kleidung und Schuhe betraf, ob es Holzschuhe waren, ob man sowas überhaupt hatte. Ja, Holzschuhe. Es gab keine Strümpfe, es waren Fußlappen. Wenn man die richtig rumgemacht hat, konnte man auch. Die Auffassung, dass man einen warmen Kopf haben muss, ist Unsinn. Einen kühlen Kopf. Das klingt bulgig, aber gegen Schütz. Man muss sich nicht schützen im Kopf vor Kälte. Das ist so nicht. Man muss warm angezogen sein, aber woher? Wir haben wenig Kleidung gehabt. Und
das war schwer, sich zu schützen vor Kälte. Alleine schon die Fahrt mit dem Güterwagen war ja fürchterlich. Deshalb sind ja so viele Menschen kaputt gegangen, gestorben. Ja. Freitag früh, den 19. Januar 1945, konnten Sie zum ersten Mal 3 bis 4 Stunden an den Ruinen einer Ziegelei in dem kleinen polnischen Ort Mikulow bzw. Nikolai rasten. Und am Abend, nach einem Marsch von insgesamt 50 bis 60 Kilometer, trafen Sie in dem verlassenen Konzentrationslager Gleiwitz ein. Also genau gesagt 79 Kilometer. Das ist, okay. Es ist, da ist ja jeder Kilometer, der dazukommt, noch um sich. Ja, wir trafen dort ein, es war geräumt, dieses Lager. War fürchterlicher Winter, grausamer Winter, kältemäßig. Und dort haben wir uns hingelegt, zu essen haben wir nicht bekommen. Und früh, ich habe immer versucht, auch andere Häftlinge mitzureisen. Von meiner Natur aus habe ich immer versucht, was zu machen. Das war natürlich absoluter Quatsch, was ich gemacht habe. Ich habe mich früh ausgezogen, nur die Hose anbehalten, als Oberkörper bei der Kälte. War frei und habe den vorgemacht, wie man sich mit Schnee abwaschen kann. War idiotisch. angeberisch vielleicht, ein Stückchen. Also ich hab oft solche Sachen gemacht. Das kann man machen. Leute, macht mit, kommt. Dieses Gefühl hatte ich immer noch. Hat das dann geholfen? In irgendeiner Weise? Ein kleines bisschen, aber nicht viel. Ja, ausgemacht hat mir alles. Wenn ich nachts um 11 geweckt worden bin und die SS hat mit uns Sport gemacht nachts um 11. Wir wollten schlafen, wir waren ja kaputt. Also solche Sachen habe ich weggesteckt. Am Samstagmorgen des 20. Januar 1945 wurde der Befehl zum Aufbruch erteilt. Mhm. Auf dem Weg zum Güterbahnhof von Gleiwitz erlebten Sie die Bevölkerung auf unterschiedliche Art und Weise. Stimmt. Auffallend war, dass Frauen uns fürchterlich beleidigt haben. Die sind vorbeigeladen, ihr Verbrecher, ihr Lumpen, euch müsst mal alle umbringen. Die wussten gar nicht, wer wir waren, um zu so einer Aussage zu kommen. Aber ich habe eine Frau gesehen, in linker Hand, die kam aus ihrem Haus und trug so ein Bäckchen. Es war klar, die wollte uns was geben. Da habe ich den Mut gehabt, mich aus der Kolonne rauszubringen. Bin zu der Frau gerannt und es war richtig. Es war ein Paket belegte Schnitten. Und die Solidarität im Lager war groß geschrieben. Das hat man nicht alleine gegessen. Also ich habe genauso viel gegessen wie die anderen auch, jeder eine halbe Schnitte. Es war aber ein tolles Ding. Zu den anderen Frauen war das genau das Gegenteil. Mhm. Und so war auch die Situation in Deutschland. Gegenteilig. Einmal so, einmal so. Leider mehr so als so. Ne? Mhm. Ja, gut. Worin bestand der Unterschied zwischen den Kohlewaggons gegenüber den Viehwaggons? Wie viele Waggons gab es und mit wie vielen Häftlingen wurde jeder Waggon beladen? Es war ein ellenlanger Zug. Der Viehwaggon ist geschlossen. Also es kann, meinetwegen der Schnee oder die Kälte, aber der Kohlewaggon, das ist ein offener Waggon und da sind wir drin gewesen. Und da geht alles rein. Wind und Wetter. Aber jetzt kommt die andere Seite. Wir sind, es war, glaube ich, Sudetengebiet, stehen geblieben, bis wir weiterfahren konnten. Und über diese Bahnstrecke war eine Brücke, ganz primitive Brücke. Und da liefen die Arbeiter zur Nachtschicht. Und die haben diesen Zug gesehen, diesen traurigen Zug, und konnten das einschätzen. Wir standen, wir sind noch nicht losgefahren. Und da haben die ihre Schnitten, die sie gehabt haben,
in Waggons geschmissen. Ich hatte Glück. Unser Waggon stand unmittelbar, dass die Sachen uns erreichen konnten. Andere weiter hinten oder weiter vorn. War nicht, aber es war eben so. Und was habe ich? Ein rund 4 Pfund Brot. Ja, das konnte man aber nicht alleine essen. Das musste man, ja, alle haben gesehen, Mensch, ein Brot fließt hier. Und da wurde dann geteilt. Und dann vorsichtig mit Essen, ganz wenig immer so machen. Man musste sich auch selbst disziplinieren. Man konnte nicht einfach sagen, jetzt nehme ich das Brot und da haue ich das halbe Stück rein. Das ging nicht. Man musste Obacht geben, dass man morgen was hat, übermorgen was hat. Und musste auch Obacht geben, dass man es nicht verliert. Ja. Also eine Nacht in einem offenen Viehwaggon bei dieser jämmerlichen Kälte und Schnee ist schon viel. Aber 8 Tage auszuhalten, aber am Ende haben wir uns hinlegen können. Alle, die anderen waren tot, rausgeflogen. Auch in Tabor, einer alten Hussitenstadt, erlebten sie hilfsbereite, brotzuwerfende Kinder. Hier, Bäckerei. Der Zug hatte keine Einfahrt in Tabor. Aber ich habe das Schild gelesen, sonst wüsste ich es ja gar nicht. Und das war ein kleiner Hang. Und man konnte von diesem Waggon aus eine Bäckerei sehen. Und das waren Jugendliche, also so 15, 16, 17-Jährige, die haben regelrecht die Bäckerei ausgeräumt, wie die das bezahlt haben, und schmissen. Die Masse ist leider daneben gegangen. Also es ist, Kuchen zu schmeißen ist gar nicht so einfach. Es ist keine Kugel und es ist kein Stein. Also die Masse hat... und dann haben sie Tschechisch gerufen. Und wir eben in diesem Waggon waren, ich sage, was rufen die denn? Kommt raus, wir verstecken euch, rufen die. Naja, das ging ja nicht. Also die haben sich vorgestellt, wir wären alle erschossen worden. Hm. Also das war bei Tabor, ja. Ist da niemand raus, oder? Nein, niemand. Hat sich keine... Die Masse hat, die Tschechen, die Deutschen waren immer in jedem Lager eine Minderheit. Auch das ist, kann man ja einflechten. Nein, ist niemand raus. Und, hätten ja erschossen alle. Es war Tag. Es war ja keine Nacht. Wir haben ja alles gesehen. Na. Aber es war eine Demonstration, wie die Tschechen alleine mit dieser Sache haben wir Kraft geschöpft. Weil wir gemerkt haben, es gibt Menschen, junge Leute, die uns helfen wollen. Also es ist wichtig gewesen. Ja. Sie schildern, dass auf diesem Todesmarschabschnitt der Tod ein ständiger Begleiter quer durch die Tschechoslowakei war und schreiben, dass Sie und Ihre Leitgefährten sich der zahlreichen Toten, die auf dieser Zugfahrt starben, irgendwie entledigen mussten. So auch den Freund Arthur Guttentag aus München. Ja, Arthur Guttentag in der Annahme erst tot. Fliegt er raus. Und kommt mit seinem Kopf auf eine Schiene und läuft auf allen Vieren in ein Wandererhäusel. Tschechen. Die nehmen ihn auf und die Tschechen geben ihm, er hat mir das erzählt, Milch und Honig und bebeln ihn auf. Und dann bekommen die Angst und übergeben den Arthur Guttentag der SS wieder. Und da wird nicht erschossen, das ist selten bei solchen Sachen. Also er überlebt und für mich war er tot. War ein Junge aus München und ein paar Jahre später, gar nicht weit von hier, wir haben hier unten gewohnt, klingelt und da steht er vor der Tür. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe gedacht, der Toter steht vor mir, was ist denn das? Und sagt, ich habe überlebt. Ja, also guten Tag. War dann Dozent in der Universität und ja, kluger Junge, sehr kluger. Vater war Arzt in München. Ja. So.
Am Donnerstag, den 25. oder Samstag, den 27.01.1945, kamen von ehemals 7.000 Häftlingen nur 3.800 Häftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen an. Und nach einer dortigen 8-tägigen Quarantäne folgten Anfang Februar 1945 der erste Zugtransport. Dieses Mal mit Viehwagen ins oberfränkische Flossenbürg und wieder ohne Essen und Trinken. Jawohl. Und dann hat man uns dort ausgeladen. Wir haben so einen Durst gehabt, dass wir uns in so eine Schneewehe reingestürzt haben und den versucht zu schlucken. Es ist ja Schnee, ist ja ganz wenig Wasser. Und dann sind wir in Flossenbürg gelandet, ja. Im Konzentrationslager Flossenbürg verweilten sie bis zum Montag, den 15.04.1945. Dann folgte der weitere Transport. Zunächst ein Fußmarsch zur Ortschaft Floß, wo wieder Kohlewagen für sie bereit standen. Aber es ging nicht gleich los. Über uns kreisten amerikanische Aufklärungsflugzeuge oder was weiß ich was. Wir rannten alle los. Ich bin nach Floß reingerannt in die Schule. Ich hatte nicht die Absicht abzuhalten, da fehlt die Voraussetzung. Aber ich habe mir gedacht, in der Schule bleibt meistens Stückchen Brot liegen von den Kindern. Das ist der Hunger. Ich kam in die Schule rein, in das Klassenzimmer. Und es waren schon zwei polnische Häftlinge dort. Und die haben wirklich Brot gefunden und hinter denen kam die SS-Maschinenpistole und sagte: Hände hoch. Und das war eigentlich Flucht. Ich wollte nicht fliehen. Aber wer sagt es denn und kann das beweisen? Also, wir sind wieder zu dem Platz hingeführt worden, Hände hoch. Und in diesem Moment kreisten wieder Amis. Und jetzt tauchten wir mit unseren Klamotten unter und passierte nichts. Es passierte doch was. Das Kommando kam einsteigen und zwei Häftlinge, jugendliche Häftlinge, haben sich gekampelt um ein Stückchen Brot. Naja, da kam ein SS-Offizier, hat gesagt: Hinkauern, die haben sich hingekauert, vis-à-vis, und er nahm das Brot und wir haben gedacht, und das war toll. Zwei Stücke, jeden gab er ein Stück Brot in der Hand und die sollten das so gegenüber hängen. Und als das so war, zog er seine Pistole, beide mit Genickschuss, mit Stückchen Brot in der Hand getötet. Das war eigentlich von der Hinrichtung her war das das Schlimmste, was ich gesehen habe. Und dann fuhr der Zug weg. In jedem Waggon, offenen Waggon, war ein SS-Mann. Der hatte für Ruhe und Ordnung zu sorgen und vor allen Dingen, dass noch keiner abhaut, drüber springt. Ja. Dann ging die Fahrt weiter. Am Freitag, den 20. April 1945, kamen sie an dem Bahnhof in Schwarzenfeld an und erlebten erneut einen Fliegerangriff der Amerikaner. Ja. Ich habe, man kann mir Geld hinlegen, ich würde nie wieder so leichtsinnig sein. Mich auf die Kante von dem Wagen und wir hatten keinen Toten. Tatsächlich nicht. Aber das ist nicht haben sie nicht mir zu verdanken, aber das ist eben so gewesen. Ich habe so nah die Piloten gesehen, richtig ins Gesicht. Richtig ins Gesicht geguckt dort hatten wir 133 Tote. Eine unter Dampf stehende Lokomotive, wenn die mehrmals getroffen wird, Höllenlärm. Kann man sich nicht, der Ausstoß von Dampf, Höllenlärm. Ja, das war ja auch genug Tote. Ja. Weiter ging es bis abends zur ersten Rast auf der Wiese und einem Feld. Samstag früh, den 21. April 1945, liefen sie in Fünferreihen weiter, begleitet von besagtem Oberschauführer. Dort im Zusammenhang dann kam Mädchen mit Marmeladenbrot beim Essen. Ja, da war ja nur Sachse und wollte einen Witz machen und sagte zu dem Mädel mit dem Fahrrad, und dann die schob das Fahrrad und auf der anderen hielt sie die Schnitte. Eine fränkische Schnitte. Ich weiß, in Sachsen wäre das nie durchgegangen. In Sachsen wird Butter genommen und Marmelade drauf, aber nicht in Franken.
Da hörte die Butter auf. Und, die hat solche, und da hat er gesagt, los, gib mal die Schnitte her. Und da hat er auch diesen Widerspruch uns jeden Strich ein bisschen gegeben von dieser großen Schnitte und sagte zu dem Mädel, jetzt kommt der sächsische Witz, Regenwärmer Griechen. Was heißt denn das? Regenwürmer. Regenwärmer Griechen. Regenwärmer Griechen. Die Masse, ich bin ja aus Sachsen gewesen, ich habe den Witz verstanden. Aber weder unsere Reihe hat den verstanden, noch das Mädel überhaupt. Ne? Regenwärmer Griechen. Ja. Aber absolut primitiv. Ja. Diese Leute, die konnten gerade eine Waffe halten und waren der Meinung, sie tun was Gutes, wenn sie die Häftlinge erschießen. In Wirklichkeit dumm und primitiv. Das Wort primitiv muss wahrscheinlich an erster Stelle erwähnt werden. Die brauchten sie aber. Solche Leute brauchten sie, um das durchzuführen. Nicht nachdenken, morden. Wir hören weiter. Die ganze Nacht bis Sonntag früh sowie den ganzen Tag bis Montagmorgen, den 23.04.1945, marschierten sie weiter. Wie war ihre Motivation, um nicht umzufallen und erschossen zu werden? Du musst überleben. Immer mit dem Ziel, du musst. Wir sind dann in Wetterfeld angekommen, ich wusste ja nicht, wie der Ort ist, keine Ahnung. Und wir waren noch von dem Todesmarsch, ich habe es ja nicht gezählt, aber wenn ich mal so überlege, ich schätze 40. 40 waren noch in der kleinen Scheune, eine ganz alte Scheune. Und in diese Scheune kamen nicht bloß die Häftlinge rein, sondern zwei SS-Leute mit langen Waffen. Und die dirigierten uns. Und die, ruhig bleiben. Und die Scheune war alt. Und ich hörte ein Geräusch. Ein Geräusch, was ich vorher noch nie gehört habe. Ich habe gedacht, Flugzeuge nähern sich oder sind über uns oder ich konnte das nicht ausmachen. Aber weil die letzten so war, habe ich doch was gesehen. In Verkennung der Tatsachen, dass die Amis auch einen Stern am Panzer hatten, in Weißen, habe ich gesagt, die Russen sind draußen. Weil ich das nicht gewusst habe. Und mit Amis habe ich ja gar nicht gerechnet. Und auf einmal haben die gesagt, du spinnst, wo, hier sind doch keine Russen. Ich sage, hier draußen ist ein Panzer. Und dann hat der eine SS-Mann die letzte Rede gehalten. Es gibt Dinge im Leben, die man nie vergisst. Dazu gehört die Rede. Die fing so an. Kameraden, eben waren wir noch Verbrecher, Mörder, Gauner, Lumpen, Unmenschen. Jetzt sagt er zu uns, Kameraden, wir haben doch die letzten Tage zusammengehalten, da wollen wir doch die letzten Minuten. Ja, das war das Signal. Haben ihm nichts getan, wir sind aufgestanden und raus aus dieser kleinen Scheune und alle Häftlinge haben in ihrer Sprache ein Wort geschrien. Das Wort hieß Freiheit. Also das ging uns über die Lippen, das Wort Freiheit, und wir sind in die Kampflinie hinein. Und niemand ist verletzt worden. Auch das gehört dazu. Sehr viel später erfuhren sie durch eine kleine Zeitungsnotiz, dass in einem Wäldchen bei Wetterfeld noch 1500 Häftlinge von der SS erschossen wurden. Bestimmt. Haben wir nicht gewusst. Habe ich nicht gewusst. Und immer bin ich, wenn dort unten war, bin ich mit meiner Frau dorthin gefahren. Und da sagte der Bürgermeister, konnten Sie den nicht 20 Minuten herkommen? Ich sage, was war denn? Da war der leidende Offizier der Amis da, der die Häftlinge befreit, der war da. Das war ja eine Sache gewesen. Und dann haben wir aber trotzdem Blumen gekauft. Und haben uns sagen lassen, wo ist denn dieses Denkmal, was errichtet war. Und es war ein paar hundert Meter vor dem Ort. In drei oder vier Sprachen
1500 Erschossenen, also unser Los gewesen. Und da haben wir die Blumen niedergelegt. Na, das war der Feld. Können und wollen Sie den Verbrechern verzeihen nach dem christlichen Leitspruch, halte die linke Wange hin, wenn die auf die rechte geschlagen wird? Verzeihen kann man beim kleinen Diebstahl, bei einer kleinen Beleidigung. Der große deutsche Dichter im 19. Jahrhundert, Büchner, hatte einmal gesagt, wegen Verzeihen, die Unterdrückung der Menschheit zu bestrafen ist Gnade. Ihn zu verzeihen, Barbarei. Ich habe mir das auch nebenbei gesagt, als Wahlspruch genommen. Ich war ja 40 Jahre bei der Kripo. Das ist mein Beruf. Ich habe studiert, Jura. Und ich habe das tatsächlich gemacht von Watzek. Also die Unterdrücker der Menschheit zu bestrafen, ist Gnade, zum Beispiel zu gehen lassen. Das ist nicht eine Erfindung von mir, sondern von ihm. Und ihn zu verzeihen, Barbarei. Ah, das geht nicht. Verzeihen, wie gesagt, man kann eine kleine Sache mal verzeihen. Diese Menschen, diese wahnsinnigen Verbrechen. Man wird in 500 Jahren über Deutschland noch sprechen. Das ist leider so, dass viele Gute, was in Deutschland nicht untergehen darf und man auch erwähnen muss. Also ein wahnsinnig arbeitsfreies, tolles Volk. Man lernt und alles Mögliche, Dichter und Denker. Mit einem Wort. Aber auch das muss mit ins Kalkül genommen werden. Das wird bleiben. Wann waren Sie in der Verfassung, über Ihr schreckliches Schicksal, wenn man hier überhaupt von Schicksal sprechen kann, besser über Ihre Vergangenheit zu berichten? Ja, also ich gehe mit den anderen schwanger, möchte ich sagen. Ich habe 20 Jahre kein Wort gesprochen. Na, nun haben wir, ihr habt es ja auch noch nicht gesehen. Meine Kinder, also Vorschulkinder waren gesagt, was ist denn das auf der Hand? So sieht es ja aus. Mhm. Das ist sechsstellig. Mhm. Hat nur Auschwitz gehabt. Niemand anders. Und deshalb, dieser Kommandant von Auschwitz hat nur das gemacht, war nicht angeordnet. Und den Vorschulkindern, meine Kinder, den habe ich gesagt, ich kann meine Telefonnummer nicht merken. Mhm. Aber das ging dann nicht mehr. Dann habe ich da rein Wasser, Wein einschenken müssen und sagen, das und das und das. Das gehört auch dazu. Wie haben Sie in den Jahren 1933 bis 1939 die gesellschaftliche Ausgrenzung, die Ihnen, Ihren Eltern und den Gleichgesinnten angetan wurde, damals aufgenommen? Ich habe zwei Einschränkungen gehabt bei Nazis in den ersten Jahren. Ich durfte keinen Schwimmunterricht mitmachen. Und durfte keine Wanderungen mit Übernachtung teilnehmen. Also das war ausgeschlossen. Das konnte man dann verzichten. Aber, ja. Und dann flogen wir aus der Schule hier. Und wir hatten keine Schule mehr praktisch. Wie haben Sie Ihre eigenen Kinder in deren Erwachsenwerden begleitet und sie auf die Realität vorbereitet? Ja, das liegt in der Sache der Natur. Also ich habe meine Kinder gesagt, es darf sich nie wiederholen. Das sage ich auch den anderen Schülern. Man kann machen, aber es darf sich nie wiederholen. Und ich sage, alle, die hier sitzen zu den Schülern, haben keine Schuld. Unisono, die Eltern, völlig schuldlos an den ganzen Geschehen. Was wir erwarten von der deutschen Jugend, und vor allen Dingen auch die besonders Intelligenten, macht alles, beginnt im Klassenverband den Frieden zu erhalten und dass sich das, was ich erleben musste, sich nie wiederholt. Mehr kann ich nicht sagen und das ist genug. Es darf sich nicht wiederholen. Das wäre der Untergang. Wie verlief Ihr Leben nach dem Nazireich? Immer wenn ich konfrontiert worden bin mit Mitarbeitern der Kriminalpolizei, haben wir gesagt, sag mal, warst du nicht im KZ? Ja,
Mensch, wir brauchen so junge Leute. Du, hier hast du nichts zu suchen, komm zur Kripo. Ich sage, ich kann nicht. Ich bin erst 19, da muss man 25 sein. Da musst du den Innenminister Dr. Fischer ständig Gesuch schreiben. Ja, das habe ich auch gemacht. Alle paar Monate kriege ich da ein Plättel Papier, war nicht viel drauf. So, als ich 21 war, hat er mit mir die Nase voll gehabt. Machen zur Kripo gehen. Na, wer mal der Erste ins Land Sachsen ist, da war doch der erste jugendliche Offizier. Dann habe ich studiert. Zuletzt war ich Dezernatsleiter für schwere Verbrechen. Das heißt also Mord, Totschlag, vorsätzliche Brandstiftung und schwere Verbrechen. Haftsachen auf alle Fälle. Und das habe ich bis zur Rente gemacht. Ja, Dezernatsleiter für den Bezirk Chemnitz. Also der war ja groß. Haben Sie Hoffnung, dass die Menschen mit Niedertracht, Neid, Gemeinheit, Boshaftigkeit, Mord und gewolltem Auslöschen von Leben endlich aufhören? Hoffnung, ja. Wie sagt man jetzt so schön, Hoffnung stirbt zuletzt. Also Hoffnung, ja, aber da komme ich doch wahrscheinlich der Wahrheit nicht näher. Es wird, also was gegenwärtig in der Welt geschieht, entweder erfahren wir mehr, als früher, das ist natürlich auch so, das Fernsehen und das Aktuelle geht ganz schnell um die Welt. Es ist schlimm. Wir müssen die Nerven behalten. Dann möchten wir uns ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken für dieses Gespräch. Das hat gerne gemacht.